Ihr! Ihr seid am Leben! Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Ich bin es. Der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben! Den Göttern sei Dank! Aber ihr könnt nicht bleiben! Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden! Ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Dann werden wir sie bergen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen, meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich kann nicht... Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Kommt schon. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran! Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Die Wachen schlagen sie nicht einmal mehr. Ihr, zurück an die Arbeit, Sklavin. Das kann nicht sein. Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit im Himmel. Die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl. Kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Blutet, ihr Schwein! Sterbt wie das Monster, das ihr seid! Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Sie missbrauchen euch, um Lyris an Kalthafen zu ketten. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für euren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut, um das Elend der hier Arbeitenden zu verschlimmern. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja. Ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Gut, wieder an die Arbeit. Benehmt euch natürlich. Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, diese Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Zieht sie an.
Ich warte so lange. Hervorragend. Ich bin bereit. Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Ab nur, Tarn, ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Ihr seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimakos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das Baishors Knochen? Das ist sie. Entseelte, das ist meine Streitaxt. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alte Freundin? Meine Axt. Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Warum sollte Tarn versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt, ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Wie fühlt ihr euch jetzt? Besser, stärker, fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Versuchen wir es. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Habt ihr das gehört? Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris! Lyris! Ich kann euch sehen! Seid ihr wirklich da? Sai, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sai, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sai? Sai! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Geht es euch gut? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Zeit zu helfen. Was stimmt hier nicht? Die ganzen Zweifel, die Angst, die Einsamkeit. Es kommt alles zurück. Ich muss es bekämpfen. Gehen wir.
Kanda, verteidige uns. Dieses Ding, es ist die Quelle all meiner Ängste. Ich kann hören, wie es mir zuflüstert, mich verhöhnt. Zeit war es, als ob ich mich aus der Ferne betrachtet hätte. Ich fühlte mich abgeschnitten. Aber jetzt fühle ich mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Als ob ich wiedergeboren wäre. Und das verdanke ich alles euch. Verdammt, verschwinden wir von hier. Wir müssen erst Zahl retten. Und dann die Welt. Höres Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Wir haben eine Projektion von Saisahan gesehen. Er sprach zu uns. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Mani Marco foltert ihn. Er will das Amulett der Könige. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Wir haben auch eine Projektion ab Nurtans gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Saisahan sagte, dass Mani Marco das Amulett der Könige will. Warum? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Saisahan ausfindig machen. Wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Saisahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine Sache. Warum hat Molag Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines daedrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Ach, da seid ihr ja, Entseelte. Kommt zur Zuflucht. Wir müssen reden. Gut, gut. Ihr seid in Sicherheit. Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen. Stimmt etwas nicht, Prophet? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens entzieht sich mir Saisahans Aufenthaltsort noch immer. Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt, zeigte ihn in großer Gefahr. Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen, Entseelte. Wie kann ich euch helfen? Sai mag vor meinem Blick verborgen bleiben. Doch Lyris bringt die Nachricht, dass ein Handlanger des Feindes in Dolchsturz lauert. Den Leuten liegt Furcht auf der Seele. Die Finsternis wandelt unter ihnen. Selbst ein Blinder merkt es. Es ist das Werk Mani Marcos.
Wie kann uns das helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Manimarkus Wurmkult ist, könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt. Sucht diesen Agenten auf, aber seid auf der Hut. Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie und die Untoten sind furchteinflößende Gegner. Wie kann ich diesen Schergen finden? Geht nach Dolchsturz. Sprecht mit der alten Magd Maxell und Husnia der Söldnerin. Von ihren Lippen hörte Lyris zum ersten Mal davon, dass Unheil in den Schatten lauert. Findet diesen Schergen des Bösen. Kehrt mit dem persönlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt.